3, ach so, okay, geht also nicht. Okay, das kostet dann 200, ach du meine Güte. Frachtraum. 6000. Haben wir noch 9000. Okay, Feuerfässer. Das heißt, wir dürfen gleich erstmal wieder schön. Ach ja, schön. So, was können wir hier noch machen? Oh ja, komm, mach mal. Das wäre es dann erstmal. Ne, Munition brauche ich noch. Füllen, ich will füllen. Feuerfässer. 9 von 25, okay. 800. Okay. Mörsergeschosse. Ah, kostet nur 50. Nein! Achso, ich ist voll, okay. So, damit haben wir unsere ganze Kohle ausgegeben. Wow. Ach so. So, bevor wir weitermachen, will ich erstmal die zwei Truhen hier aufsammeln und die zwei Animus-Fragmente holen. So, den ersten haben wir. Wo haben wir den denn? Der müsste doch hier irgendwo sein, oder? Da oben. Oh je, ein richtiges Unwetter. Perfekt. So, und da ist der zweite. Die Truhe haben wir hier irgendwo. Und die zweite? Wo ist denn die zweite Truhe? Da. Weit, weit weg. 64 Meter. So, nochmal nach oben. Oben ist er. Da ist er doch. Na, herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Mission bestanden. Aua, 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 aua. Na, geht. Ich möchte gern mal hier aufs Boot und so. Das wäre echt nett. Danke. So.
Da treibt Frachtgut, Sir! Ja, so, handy me boy, so handy, why can't she... Oh, da ist ja eine Sandbank. Nee, da will ich nicht hin. 14. Was haben wir denn da? 53 Holz, 6 Feuerfässer. Aber einfach mal so zum Testen, wie die jetzt reinhauen. Hoho! Alter, die hauen ja jetzt richtig rein. Na bitte! Wenn ich mit dem Spiel fertig bin, bin ich der gefürchteste Pirat in der ganzen Karibik. Oh, das waren schon 4. Wow. Na, das war jetzt einfach. Was machen wir? Jektor Upgrades brauchen wir. Ach, Jektor Upgrades. Jektor brauchen wir nicht zu reparieren. Können wir das Wörter aufnehmen? So, was machen wir jetzt noch? Vor uns liegt nichts anderes als der weite, große Ozean. Da müssen wir hin. Haben wir aber schon viel. Was ist das denn hier? Tierwelt. Achso, okay. Ich glaube, wir brauchen nur noch das hier. Ne, 2 brauchen wir noch. Ah, hier ist noch ein Lagerhaus. Ne, 3 brauchen wir. 4. Okay, 5. Das ist Kingston, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Kingston. Da haben wir ja alles. Außer die Assassinenaufträge. Die haben wir natürlich nicht. Was ist das? Ah, okay. Gut. Wie weit sind wir denn? Okay. Wo sind wir denn? Ach, da, okay. Ist da wer? Nö. Ah doch, da spricht ja doch einer. Ich habe mittlerweile 3 Views. Ah, ich weiß. Also bist du auch dabei? Ja, einer für die ganze Zeit. Ach so. Eben hattest du einen, der war für eine Minute drin, dann ist er wieder rausgegangen. Wie so ein Typ ohne Humor und Geschmack. Der andere Typ, dieser Kobi, der jetzt auch drin ist, ich weiß auch nicht, der schreibt irgendwie nicht, dann kommt vielleicht auch mal. Oder ist einfach. Okay. Das ist meine Theorie. Aber ich bin schon die ganze Zeit dabei. Okay. Huch! Gib mir etwas wahr! Ja, machst du den Stream noch? Keine Ahnung. Bis ich müde werde und ins Bett gehe. Es könnte noch ein paar Stunden dauern. Oder bis die Festplatte sagt Error. Aber da ich ja gerade eben noch 1,2 Terabyte drauf hatte, könnte das also noch etwas dauern. Ich will ja nicht meckern, ne? Aber so als alter Assassin's Creed-Hase muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Schiffe, die du auswählst, um die zu ändern, das ist lächerlich. Ne, du machst ja nur diese kleinen Teile. Ja, ich finde ja keine großen. Ich suche ja die ganze Zeit die großen. Du musst was? So, warte mal kurz.
Sag mal, kann man denn eigentlich die Stärke von der Jackdaw, kann man die eigentlich auch upgraden? Ja. Also, das dass du nicht mehr drei Balken hast, sondern vier vielleicht? Ja, das wollte ich dir eben erklären. Und zwar, Rumpfausbau ist das. Das musst du mal machen, das ist das allererste, was du machen solltest. Du solltest dein Geld nicht für die Stärke, okay. Rumpfausbau. Weil meine Jackdaw ist nämlich aufs Komplette geskillt und ich habe als erstes Rumpf gemacht und danach Breitseitenkanonen. Und die Drehbassen brauchst du ganz dringend. Weil wenn du auf ein Schiff schießt und dann die Drehbassen darauf feuerst, weißt du selbst, was passiert, denke ich mal, ne? Mhm. Also, solange du noch versuchst, das zu ändern, ne? Okay. Oder kennst du das? Natürlich kenne ich das. Das sind alles so. Dass du halt auf die Schwachstellen schießt. Das sind alles so kleine Schiffe. Versenk die doch mal eben alle. Es sind noch 2-3 Schuss. Naja, okay, bei mir werden 2 Schuss. Feuer! Einer raus. Aber versenk die, dann machst du da ein bisschen Aufruhr. Du hast dir schon so ein Sternchen bekommen. Na, die gehen aber unter. Mach die mal alle platt. Und wenn du die alle hast, dann bist du da in Fahrerflöte. Schiffbrüchige im Wasser, Captain! Dann kommen gleich die großen Schiffe. Okay. Wie die hießen. Übrigens, ich würde länger warten, bis du die abfeuerst. Das heißt, dann machst du die Rasen. Dann denkst du nur mit dem Reiter. Na bitte, jetzt kann ich mal wieder. So, jetzt kriegst du fahren aus der. Ja. Und jetzt machst du da X wieder vorne noch gehen. Dass du auch gleich das Gefühl hast. Einer nur. Die lohnt sich aber auch beide. Ah, da ging ins Leere. Jetzt aber. Ja, hast du da reingefallert. Ja. Denk dran, aber nicht den, nicht das Fahndungslevel runter machen. Das brauchst du noch. Okay. Also ja, ein Kennwärtsflotte. Du willst ein großes Schiff haben. Natürlich. Ja, siehst du, also letztes Fahndungslevel oben. Dann kriegst du doch einen hohen. Dann kommen irgendwann Kriegsschiffe oder Jagdschiffe. Ja. Und wenn du das ausräumst, dann kriegst du richtig Geld. Also eine Bridge mache ich selber nicht mehr. Die sind. Viren und Fahrt aufnehmen! Ich mache nur noch die großen Kriegsschiffe. Setzt alle Segel, die wir haben! Und jetzt sieht man auch unten deine Traps-Anzeige. War mir klar! Wie weit bist denn du auseinander ungefähr? Jetzt gerade hast du bist wieder auf dem Schiff. Ja. Das weiß ich nicht. Fahr ich eigentlich richtig? Ich wollte ja eigentlich mal zur nächsten Mission. Ja, jetzt hast du erst Fahndungslevel. Jetzt würde ich warten, bis da so ein großes Schiff kommt. Ah, okay, hast auch wieder recht. Aber ich müsste trotzdem drehen. Was ist denn das da? Dreh doch. Legendäres Schiff. Was ist denn ein legendäres Schiff? Wo denn? Na da. Oh. Da steht legendäres Schiff. Wo steht das? Siehst du das nicht? Ach, legendäres, das ist da oben. Links. Ach du, ist so nicht Zeitgedings. Was? Ah ja, jetzt bist du jetzt noch. Links oben, das ist eine Galeone oder sowas. Das macht das bloß nicht. Nicht? Nein. Die haben Mörser und mindestens 60 Breitseitenkanonen. Okay. Das packst du nicht. Mit einem voll aufgerüsteten Schiff würdest du eins davon schaffen. Ganz knapp. Also? Ich würde es lassen. Du kannst es versuchen. Ich könnte dir gerne einen Marker hinmachen, aber du wirst untergehen. Naja, ich meine, der Spaßfaktor ist doch vorhanden, oder? Na, das ist doch alles, was zählt, oder? Das ist auf jeden Fall. Also, ich werde Spaß haben, wenn ich sehe, wie du dein Schiff gleich versenkst. Dann mach dir dann Marker. Ne, ich enter gerade noch ein weiteres Schiff. Das versenkst du gleich. Aber ist noch nicht so schlimm, die Teile sind total langsam. Langsam fett und extrem gut gepanzert.
Hast du die Mission nicht schon gemacht, wo du so ein riesengroßes Schiff verfolgen musstest? Ja. Um das dann in deiner Bucht anzulegen? Natürlich. Das so ein Schiff ist das. Okay. So ein fetter Klopper. Dann wirst du nicht hinkriegen. Naja, 14 Mörsergeschütze habe ich ja. Die Mörser bringen dir bei dem Teil nicht sehr viel. Wo ich offline gezockt habe, habe ich schon mit stärkeren Schiffen aufgenommen. Wo ist denn das? Ah, da. Das legendäre Ding, das wirst du nicht down kriegen. Also gehe ich jetzt einfach mal Geldgewinn hoch. Ja, ja. Da kriegst du Arsch viel Geld. Da kriegst du eigentlich alles, was du brauchst. 2000 Meter. Ich versuche es einfach mal. Ja, versuch's gerne, klar. Ich meine, wir haben doch genug Zeit. Ich will dir nur sagen, du bist unter dir, also erhofft dir davon. Sarazar hat auch 90 Videos aus Assassin's Creed 4 gemacht und ich versuche ihn zu überbieten. Wirst du auch schaffen. Wollen wir es mal hoffen? Weißt du, was ich jetzt mache? Hallo! Ich sehe davon hin. Kommt gleich. Okay. Ja, übrigens, die haben auch Mörser und zwar eine extreme Reichweite, ne? Mit Mörsern kommst du nicht weit, du musst nah ran. Obwohl, eigentlich hast du die Scheiße gar nicht gemacht. Da ist es! 20.000 Reals! Legendäre Schiff, so, Stufe 75! Ja. Ach du Scheiße. Da war asynchron, ne? Echt? Okay. Wir steuern jetzt direkt mal auf das Schiff zu. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das packt er mit seinem Schiff auf mich. Da habe ich mit meinem vollaufgerüsteten schon Schwierigkeiten mit. Stufe 75. Viel Spaß. 20.000 Real. Ja, ich glaube, ich muss noch ein Stück mit meinem Schiff nach vorne. Übrigens, Tobi, du könntest mal unsere beiden Let's Play-Kanale besuchen. Wenn du darauf Bock hast. Hört er dich? Oder ja. Hört er uns? Ja, er hört uns. Achso, über. Nebenbei selber ist das Creed, aber deswegen hat er gerade geschrieben, das packt er nicht. Und das willst du auch nicht packen. Ejector verfügt nur über minimale Upgrades. Sie könnte für diesen Kampf nicht. Ist sie auch nicht. Was passiert denn jetzt? Du wirst gleich draufgehen. Ach du Scheiße! Was macht sie? Sie kommt direkt auf uns zu! Nichts als der Segelmänner! Sind bereit, Sir! Ach, ich drück die ganze Zeit auf. Die will uns ran. Alter! Bereit zu feuern, Sir! Naja, ich meine, versuchen kann man es ja mal. Was? Hat es sich gerammt oder nicht? Ja. Boah! Wir verkraften keinen Treffer mehr! Alter! Boah, du bist ein Zaun! Bereit zu feuern! Das ist total so heftig sein. Feuer! Ja, jetzt bin ich down. Hast du versprochen. Ja, versuchen kann man es doch mal, oder? Ja, Tobi, du kriegst einen Link von mir. Warte ganz kurz. Hey, Schiff gesichtet! Oh, eine Bestie! Ich schick dir mal als erstes den von meinem und danach den von, von mir! Richtig, genau. Danach den von ihm. Und ich muss dir noch eine Nebeninformation dazu geben. Ich baue meinen gerade neu auf mit ihm. Und deswegen, ist bei mir nicht mehr so viel los. Ich hab viele Videos gelöscht.
so. Das ist der von ihm. Ich habe viele Videos gelöscht, weil die Qualität nicht so geil war. Da war bald vom Let's Plays. Als erstes von The Forest. Was macht sie? Sie kommt direkt auf uns zu! Bist du down? Ich? Nein, ich versuche es gerade nochmal. Dein Zeichen, Kaya! Ja, der will ich sehen. Oh, boah! Alter! Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Ja, ich bin down. Egal, lassen wir es jetzt einfach.